Hallo und herzlich willkommen mal wieder im Arkham Asylum. Ja, wir sind so langsam wirklich durch mit den Amadeus Arkham-Dingern, ne? Mit den Nachrichten. Und ja, wir haben beim letzten Mal auch wieder ein Level abbekommen. Das ist das letzte Level Up, das wir bekommen. Alle Upgrades jetzt gekauft. Riddler Challenges haben wir, glaube ich, alle abgeschlossen. Ja, ist nur diese eine Trophäe noch übrig, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie ich rankomme. Aber das kann uns ja egal sein. Wir wollten ja nur die Amadeus Arkham Teil fertig machen. Ja, dann haben wir jetzt wieder ein weiteres Gebäude hier abgeschlossen. Und können uns jetzt schon den weiteren widmen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wo die jetzt noch alle sind. Ich wollte mir ursprünglich mal einen Guide anschauen, aber ich dachte mir dann auch so, ja, muss nicht. Ist ohne Guide doch ein bisschen lustiger. Na komm. Und ja, deshalb jumpen wir jetzt einfach mal feuchtfröhlich durch das Asylum. Und werden schön brav alle Arkham City sage ich schon, Amadeus Arkham Plates scannen. So, habe ich denn hier alle? Ja. Das heißt, gegenüber die Medical Facility und geht's hier hin? Ach, da geht's nach Arkham North, ne? Nee, doch nach Arkham North. Da haben wir schon alles abgegrast. Das heißt, wir gehen nach Arkham East, sobald wir mit dem Medical Center durch sind. Und hui, flups. Ja, ich finde, es ist eine wunderschöne animatorische Leistung hier. Und die sollte man wirklich mal zu würdigen wissen mittlerweile. Obwohl, ja, es nicht mehr so gut aussieht, wie es aussehen könnte, ne? Aber man muss dem Spiel auch mal ein bisschen einbräumen, dass es schon wirklich, wirklich alt ist, ne? Das darf man nicht vergessen. So, hier liegt noch ein Patient-Interview. Patient Interview 21. Patient's name is Edward Nigma, also known as the Riddler. So, Edward, Warden Sharp tells me you've been leaving threatening riddles scrawled on the asylum walls. Again. One would have to be severely paranoid to read threats into harmless riddles, Dr. Young. May I test you with one? Very well. What is it that walks on four legs, then two legs, and finally three legs? A human being. As a baby, it crawls on four legs. As an adult, it walks on two. And in later years, it uses a cane. Good try. But the answer to all three is a baby. True, it crawls on all fours, but cut off its legs and it can only wiggle on two limbs. Give it a crutch, it can hobble around on three. You see? That's horrible. How can you even joke about that? Easily, Doctor. It's not my baby. Oh mein Gott. You found 75% of my challenges? This can't be right. Oh Gott, echt. Oh Gott. Das Rätsel ist ja klasse. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Super, super. Oh Mann. Na, eigentlich sollte man nicht drüber lachen, ne? Aber it's the Riddler. Sitting in the darkness outside of his cell, I watched the crazed twitching, listened to the disgusting words that came from his mouth. How can I let a dirty animal like this live? He is the cancer I have sworn to protect the city from. Ja. Gut, ich müsste eigentlich mal gucken, wie viel wir überhaupt noch haben. Zwei Amadeus Arkham. Und ja, sogar noch einen Joker-Zahn. Oder sowas. Question kann. Ja.
Plumps. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst. Okay, ich gehe hier wieder raus, wo ich eigentlich nicht... Ich wollte eigentlich nicht rausgehen. Man sollte sich wirklich ab und zu mal die Blaupausen hier anschauen. Und dann ist hier ein Rätsel. Bist du das Rätsel? Nein. Wahrscheinlich ist es einfach ein Stockwerk tiefer mal wieder. Ich fände es echt schön, wenn man mal so korrespondierende Rätsel angezeigt bekommen würde. Und das würde die Sache echt erheblich einfacher machen. Ja, wenn man schon diese wundervolle Map hier hat, ja, dann wäre es auch schon irgendwie mal so ein bisschen cool, wenn man auch mal angezeigt bekommen würde, was da überhaupt ist. Ob es ein Rätsel sein soll oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt da, wo das Rätsel sein sollte. Also gehen wir mal wieder davon aus, dass es über uns drüber ist. Ja, diese ganzen Dinger, die ich jetzt gerade nochmal durchlaufe, die sind eigentlich ursprünglich ja dafür gedacht. Was ist jetzt los? Okay, die sind ursprünglich dafür gedacht, dass man eben Goons damit ausschalten kann. Nicht die Goonies. Ich wollte hier auch nicht hoch, mein Freund. Aber ist ja auch egal. Ein Patient Interview. Taped Interview 39. Patient's name is Edward Nigma. At this point in time, I've yet to decide if Mr. Nigma is a suitable candidate for the Titan process. I'd like to talk about your childhood. Miserable. Next. By all accounts, that is where your fascination with riddles began. I believe discussing those years could explain your compulsive behavior. Very well. My father hated me. Always called me a moron. I see. I was determined to prove him wrong, so I entered a contest at school. A $20 prize to the kid who could figure out an almost impossible logic problem. I won, of course. And that pleased your father? Hardly. He was convinced I had cheated. He kept yelling, "You must have cheated! Admit it, you moron! You cheated!" I swore I didn't, and he hit me for lying. I'm sorry to hear that, Edward. Don't be. He was right. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Oh, da oben ist ja noch ein Lüftungsschächtlein. Ne? Also die Interviews mit Nigma, die gefallen mir eigentlich recht gut mittlerweile so. Ich finde die unterhaltsam, möchte man fast sagen. Auch wenn ich jetzt natürlich kein Kind habe und deshalb über den Babyscherz noch amüsiert grinsen kann. Und ja. Ich hoffe mal, ich finde das auch lustig. Also ich finde es lustig. Ich kann sogar das Ding aufmachen, wo ich draufstehe. Ist ja lustig. Ah, ich stand nicht ganz drauf. Oh, da ist Arkham. Curse me for a fool! How could I not see it until now? The monster had a confederate. I hid in the darkness near his cell. And saw with my own eyes one of the doctors whispering to him. She looked at him through the transparent barrier with tenderness, with, dare I say, desire. My skin crawled with revulsion as she kissed the glass. Fighting the urge to dash the woman's head through the glass, I let her continue. The damnable clown might have shared secrets with her that would be useful once the mad dog has been executed. I'm sure the woman will reveal what she knows to me. If not willingly, then certainly under electronic persuasion. After that,
A lobotomy, I think. Unfortunate for one so young. But her lust has put the reputation of Arkham at stake. Yes, a lobotomy. The very thing. There is no other way to ensure her silence in this regrettable matter. Ja, eine weitere Joker-Andeutung hier, ne? Und mal wieder fragt sich natürlich der, ne? Wieder hoch. Intelligente und zuhörende, geneigte, ja, Zuschauer, Zuhörer, zu was auch immer. Wie kann Amadeus Arkham, der dieses Asylum gegründet hat, den Joker getroffen haben? Ja, Fragen über Fragen über Fragen. Die sind doch nicht so leicht zu beantworten, Jungs. Also für mich schon, weil ich das irgendwie weiß, aber für euch nicht. Für euch nicht. Welcome to Arkham Asylum. Our staff are here to help you. When Amadeus Arkham built this fine institution, few would have believed it could be the premier psychiatric evaluation and rehabilitation center it has become. Everyone knows the stories of the various so-called supercriminals who've been treated here. Ja, nochmal ganz kurz die Ansage. Ich hatte gehofft, er sagt vielleicht noch irgendwie eine Jahreszahl oder so. Oder eine zeitliche Einordnung, ne? Damit ihr nicht immer mein Wort dafür nehmen müsst, was hier so abgeht. Beziehungsweise. Huch, hier oben ist einer. Und da ist ein Arkham. Das dürfte sogar der letzte sein, glaube ich, mittlerweile. Muss mal gucken. Er ist der Letzte. Und flumps. Aber ich möchte auch die Enigma-Tapes holen jetzt. Yet again, I found myself watching him. No one can provide a cure. He laughs in the face of those who try. Amadeus would not have let him live. And neither should I. One last sip of cognac. And I was ready. Hm, auf einmal ist es doch nicht mehr Amadeus Arkham. Das ist eine sehr gute Frage, was hier so abgeht, ne? Die ganze Zeit dieselbe Stimme. Komisch. Die Andeutungen, die eigentlich nur Amadeus Arkham kennen sollte. Komisch, ne? Sehr, sehr komisch, was hier so alles ab ist, ne? Muss man mal etwas genauer drüber nachdenken, würde ich sagen. Denkt mal genau drüber nach. Was kann da passiert sein? Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Auf geht's zur Surgery. Hoffentlich ist hier noch ein... Okay, ist zumindest noch das Cryptographer... Gate, wo ich noch nicht durchgegangen bin. Plumps und auf. Und hoch. Eine Geriddler-Trophäe, ne? Eine Geriddler-Trophäe. Ich sehe aber keinen Riddle, mein Freund. Ah, da. Tommy Elliott. Hush, ja, können wir uns mal kurz angucken. Auch bekannt aus Arkham City, da taucht er dann auch mal persönlich auf. Nicht nur als Name-Dropping. Und er operiert sich das Gesicht von Bruce Wayne auf, ne? Um ja, als Bruce Wayne durchzugehen. Ist, ja, ne? Ist halt ein Identitätsdiebstahl. Und ja, ich kann aber eigentlich hier unten durchgehen, ne? Ja, Batman. Ich bin ja Batman. Ein Batman hält auch keiner auf, wenn er durch die Tür geht. Oh, was sind denn hier für Zeichensartikel? It's the Enigma Show! Firefly. Ich wollte nicht
das aufmachen, ich wollte nach der Map gucken. Jetzt habe ich doch gerade nach der Map geguckt und habe schon wieder vergessen. Da ist ein Tape. Patient Interview 44. This is yet another interview with Edward Nigma. I have yet to make up my mind whether he's a genius or just deluded. Whichever one he is, just being in his company is both irritating and exhausting. Hello, Miss Young. You look tired. Anything you need my help with? No, thank you, Edward. I am here to help you. We all are. Forgive my arrogance, Doctor, but if you think I need your help, well, you're in the right place. Let's look at it a different way. Throughout your career, you have specialized in bizarre traps and convoluted clues that more often than not result in the death of the unfortunate participants. And if the citizens of Gotham were smarter, my games would be merely an amusing diversion. Instead of death traps. You really should be thanking me. Weeding out the ignorant, the stupid, the useless. But don't worry, I'm sure you would survive. What a lovely photo on your desk, Doctor. Your family. Mother, perhaps. Put that down! Get out! Guard! Ach ja, der Edward, ne? Weder der Glitzernde, noch der mit den Scherenhänden, einfach nur der Edward. Und wieder ein Lüftungsschacht zum Reinkriechen, wahrscheinlich sowieso nur eine Trophäe hinter. Aber we don't care at this point, gelle? Ja, noch eine Trophäe. Und wir können mal gerade wieder auf den Challenges gucken. Gibt noch zwei Tapes hier drin. Noch ganze zwei Tapes. Wow. Die aber auch nicht da drüber springen kann. Betsy, du musst echt mal so langsam irgendwie, keine Ahnung, Fitnessstudio oder so. Also nicht über Tische drüber zu können, das ist schon... schon panisch. Und dieses ständige Abgespielte von diesem Video nervt schon so ein bisschen mittlerweile. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein ganz, ganz bisschen, ja. Wir fahren jetzt nochmal mit dem Aufzug runter in die Morgue. Und nicht der Morgue vom Ork. Ja. Sondern die, wie heißt das Ding? Leichenschauhaus, glaube ich, auf Deutsch, gell? Leichenschauhaus. Ey, da oben ist ja noch ein Lüftungsschacht. Warum sehe ich den jetzt erst? Was ist denn dahinter? Uiu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 
I don't... With money stolen from the criminals he defeats. Why does Gordon turn a blind eye to his antics? Batman bribes him. The answers are right in front of your stupid gawking face. Edward, please, calm down. Wake up, Gotham! No sane, law-abiding man does those things. No one's that selfless. Batman is as vile as they come. Security! Security! Da habt ihr's gehört, ne? Ist nur ein bisschen schade, dass ich von dem ganzen Geld nichts abbekomme. Dass der Batman hier mitgehen lässt. Wäre eigentlich ganz nett, ne? Ich meine, ich spiele ihn ja auch. Gut, jetzt hat's gerade mal ein bisschen gehackelt, ne? Muss mal gerade ganz kurz überlegen. Diese Richtung? Ist die Aufzugtür. Rechts rum? Auch nicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Das legt sich aber wieder. Hier vorne ist auch eine Tür, aber die ist zu. Ich hasse geschlossene Türen. Ich hasse sowas. Ich frage mich dann immer, wo führt diese Tür hin? Und dann führt die Tür einfach irgendwo hin und das macht man doch nicht. Was macht man doch nicht? Das ist doch voll gemein für den Spieler. Man sieht eine verschlossene Tür und will andauernd durchgehen und fragt sich, oh, was ist hinter der Tür? Was ist hinter der Tür? Und dann ist niemand hinter der Tür, weil diese Tür einfach nicht aufgehen soll. Und das ist doch gemein. Ah, das ist doch echt gemein. Und da vorne sind noch zwei Items, wahrscheinlich ist eins davon wieder ein Tape vom Riddler. Und das ist hier rechts durch. Immer den Joker-Fallen nach, ehrlich gesagt. Hui! Hui! Ich glaube, das ist... Is this beer the Bane? Oh Gott! Nicht im Ernst. Oh Gott. Ein Plüschbär. Bane hat einen Plüschbär. Bane hat einen Plüschbär. Lululul, Roffel. Ululul. So, Dali. Na, wären wir fast da. Das ist der Raum, in dem Harley Quinn den Commissioner Gordon beschäftigt hat. Ne? Sagen wir mal, beschäftigt hat. Und hier ist noch ein Interview. This is my final interview with Edward. I have gone as far as I can. I can no longer tolerate his mood swings and tantrums. I have more important work to be getting on with. He will be transferred to Dr. Whistler's care as of next week. Good morning, Doctor. How are you today? Fine, thank you, Edward. You're in a good mood. I'm always in rare spirits when I'm about to be released. Edward, you know you don't come up for parole for another 3 years. First thing I'll do is have dinner at that Italian place on 19th Street. Seriously, Edward. I only hope Joker hasn't completely trashed the city. Oh well, I'm sure I'll find out soon enough. Wait, have you been in contact with the Joker? He escaped Arkham weeks ago. And yet, one hears things. What things? What have you heard? Oh, something about a surprise party for Batman. I forget the rest. You know Joker. Yak, yak, yak. Edward, if you know anything, you have got to tell me. Lives could be at stake. What did Joker say? You forget, Doctor. I'm the one who asks the riddles. Ja, schade. Hätte man mehr mitmachen können, ehrlich gesagt. Hier sind die anscheinend durch, ne? Ja, da war der Bosskampf mit Bane hinter. Und ja, ich hatte das Interview mit Riddler. Hat mir doch ganz gut gefallen. Ja? Hat schön Hintergrundinformationen gegeben, die wir vielleicht schon hätten vorher haben können. Ja, wenn ich nicht so bedeppert wäre und diese Dinger eben erst am Ende hole. Ne? Die sind dann eigentlich wunderbar ins Let's Play anarbeiten können, aber ich bin ja intelligent, ne? Und macht das erst am Ende. Wo es schon keine Socke mehr interessiert.
Bin ich nicht genial? Ich weiß. Ihr müsst nicht antworten, ich weiß. Ja, zurück geht es. Zum Glück können wir den Pfeilen auch andersrum folgen. Müssen wir aber, glaube ich, doch, die Tür ist zu. Kommt man ja nicht durch. Kommt man ja nicht durch. Ja? Ja, die Tür ist... Ich bin gerade... Ja, ich könnte man echt einige Wege mal freiräumen, ne, jetzt wo man das Spiel durch hat und es sowieso egal ist. Dann muss ich mich hier irgendwo... Da muss ich mich hochziehen. Vor allem, wer hat da ein Büro drin? Wer hat da unten ein Büro drin? Wer will überhaupt ein Büro haben? Ich meine, das ist doch... Wofür ist dieser Weg, den ich hier lang gehe, überhaupt gedacht? Ich meine, das macht doch kein... Wer legt das Ding denn an? Wer macht denn so einen Scheiß? Wenn ich ein Haus baue, mache ich auch nicht 5 Milliarden verschiedene Wege. Beziehungsweise, ich mache doch nicht irgendwelche Lüftungsschächte, wo Leute durchkrabbeln können. Vor allen Dingen nicht, wenn ich einen bekloppten Anstalt hier habe, ne? Mit wirklich gefährlichen Menschen. Das ist ja kein Wunder, dass sie andauernd ausbrechen. Bei dem Ding hier, wo die festgehen. Da wundert es mich, dass die überhaupt nicht alle 5 Minuten oder so ausbrechen. Die könnten einfach Batman direkt auf Standby haben und so. Ja, hier, kommen wir mal vorbei bitte. Wir haben hier wieder wen, der will ausbrechen gerade. Kannst mal rüberkommen. Ja. Aber nee, man macht's ja so. Ja. Und anstelle von irgendwelchen Wachen da sich anzustellen, die vielleicht noch ein bisschen Ehre haben, ja, noch so ein bisschen Ehrenkodex. Hat man auch... Ach, das ist doch... Na, ganz im Ernst. Das Es wundert mich nicht, dass hier so viele Menschen ausbrechen. Es wundert mich... wirklich nicht. Es wundert mich nur, dass ich immer so dumm bin und ins Wasser falle. Da ist ein Riddler-Trophäe. Einfach so? Einfach so da drüben. Warum habe ich bis jetzt nicht gesehen? Ich halt hoffte. Das wäre echt hoffte. Hui. So, dann gucken wir noch mal dahinter. Ist wahrscheinlich wieder nur eine Trophäe. Leider Jottes. Aber es könnte ja auch was anderes sein. Ich will jetzt nicht gucken, ich will mich überraschen lassen. Es ist ein Rätsel. Super. Und damit gehen wir nach Arkham East. Noch mehr von denen. Ja gut, hier oben, kann man hoch. Okay, geht's hier unten irgendwie weiter? Nee. Wo ist denn dann dieser was auf der Karte da markiert worden ist? Naja. Ich kann ja mal gerade schauen. Was ist das denn? Mystery. Ach, das ist die Karte, glaube ich. Die wir noch gar nicht haben. Das ergibt Sinn, das ergibt Sinn, ja. Und hui! Da waren noch Zähne. Noch Zähne, oh Gott. Haben wir hier noch Challenges? Hier ist noch irgendwo ein Arkham. Und wo der genau ist und was man da genau mit macht, sehen wir in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.